Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Tagebuch. Ich war gerade dabei, mich fertig zu machen und ich nehme euch natürlich wieder mit übers Wochenende. Jetzt steht erstmal ganz viel Haushalt an. Ja, die Küche hat es dringend nötig und auch hier das Bad hat es nötig. Dann habe ich noch ein bisschen Bürokram und dann ist Kinderzeit, weil meine Kinder sich gemeldet haben und gesagt haben, was sie unbedingt machen wollen. Okay, ich nehme euch wie gesagt übers Wochenende mit und erzähle euch zwischendrin, wie meine Woche so gewesen ist. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, es geht los! So, meine erste Amtshandlung heute. Diesen Abwasch beseitigen. Yay, genau. Darauf habe ich gar keine Lust, aber das muss sein, dann sieht die Küche gleich viel besser aus. So, schon viel besser. Gleich wieder viel besser aufgeräumt. Wenn das abgetrocknet ist, tue ich das dann noch wegräumen und dann tue ich die Schwämme noch aussortieren und dann bin ich erstmal soweit zufrieden. So, jetzt haben wir die Küche soweit fertig. Ja, mein Schatz. Ich habe meinen Sohnemann jetzt versprochen, mit ihm zusammen zu spielen. Eine T-Rex-Lego. Was spielen wir jetzt? T-Rex-Lego von Jurassic World. Ich meine, Jurassic World Lego. Lass mich deinen Glas essen. Ja, gut. Los, dann geh schon mal vor, ich komme gleich. Okay. So. Küche ist soweit jetzt fertig. Ich muss heute noch das Bad putzen, aber das mache ich jetzt erst später. Ich werde jetzt erstmal mit meinem Sohn eine Runde spielen und meinen Fuß hochlegen, denn das Wasser sammelt sich schon wieder im Fuß. Jo. Und dann melde ich mich später, würde ich sagen. Ja. Komm her, Lili. Komm hierher. Hierher, komm her. Komm her. Komm her. Der Nachteil bei diesem Wetter: der Hund verliert sein Winterfell. Ja, sein Winterfell. Ja. Autsch. Oh, jetzt sitze ich auf dem Fußboden und komme dann nicht mehr hoch. So. Ja, fein. Ja, fein. Ja. Das muss sein, mein Schatz. Ja, das muss sein. Ich weiß, du magst das nicht, aber ich mag die Haare in meinem Bett nicht. Ja. Fein. Fein. So eine feine Maus hier. So fein. So ist fein. So. Hund ist fertig. Wie das dunkel Jetzt ist. brauche ich erst noch meine Wie das Brille. dunkel ist und nochmal Tag ist, wenn wir zusammen spielen. Da ist meine Brille. Star Wars Lego, wenn wir spielen, wie das Nacht ist und wie der Tag ist. Star Wars. Aber eigentlich, ich spiele Star Wars. So, was spielen wir denn nun? Ich wollte mir was sagen. Ich würde dir was sagen. Ja, was spielen wir denn jetzt? Star Wars, nur Nacht und wieder Tag und aufwachen und dann spielen. Disney Infinity. Dunkel und dann Tag spielen, aber heute, wenn wir spielen, Jurassic World. Jurassic World. Da muss man mal gucken. Ah, die CD scheint in der PlayStation zu sein. Das ist schön. Ah, also die So. heißen Ein Controller. Zweiter Controller. Zweiter Controller. Weißt du, Mama, wie wir spielen Jurassic World Lego? Muss der Lego T-Rex dort stehen, oder? So, geht denn jetzt der Fernseher an? Gleich.
Meinst du? Ja. Nimmst du die Hand da weg? Du, Frechdachs. Hallo, ich sehe nichts mehr. So, okay, dann wollen wir jetzt mal spielen. Nimmst du die Hand da weg? Ja. Da ist ein Fuß, tatsächlich. Ach, ich muss mal das mal anziehen, was Dinosaurier das ist. Das sieht ja schon richtig gut aus. Kennt ihr solche Sachen auch? Solche Ausgrabungsstätten? Die hatte ich schon ewig irgendwo liegen und beim Aufräumen habe ich die entdeckt. Und ich habe letztens gelernt, wenn man das mit Wasser macht, kommt man viel schneller voran. Bin ich ja mal gespannt, was da für ein Dino drin ist. Ja. Ja. Irgendwann wurde es eine Dinosaurier sein. Da sind wir ganz gespannt drauf. Wir haben es geschafft. Mama? Ja? Muss mal anziehen. Na, dann zeig mal den Dino. Das ist die Dino, wie ich schon mal gestern hatte. Von was? Geist Geburtstag, wie ich gestern es hatte. Was ist das? Ein sowas ähnliches wie ein Triceratops oder so? Nein, einen. Aber gar nicht mal so übel, hä? Aber der sieht süß aus. Das Dinosaurier hat schon mal. Hallöchen, wir haben jetzt schon Sonntag. Ich habe gestern dann nicht mehr weiter gefilmt, weil nichts Aufregendes passiert wäre, wozu ich hätte jemanden mitnehmen können. Also Abendbrot essen, mit den Kindern spielen, mit den Kindern kuscheln. Und als sie dann im Bett waren, habe ich mich eigentlich nur aufs Sofa geknallt und noch ein bisschen Handyspiele gezockt und dann bin ich irgendwann ins Bett. Also nichts Aufregendes. Ich werde jetzt erstmal in die Badewanne hüpfen. Ja, darauf freue ich mich schon. Ja, war auch heute früh schon sehr fleißig, habe E-Mails gemacht, habe Bilder bearbeitet, also ein Plakat erstellt für die Werbung, die vielleicht Sinn macht, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Gut, ich gehe erstmal in die Badewanne und dann, ja, melde ich mich später nochmal. Ne? So, ich bin jetzt wieder aus der Badewanne raus. Sehr entspannend. Was mich momentan ein bisschen annervt, ist mein Hund. Der verliert gerade sein Winterfell. Und ich bin ständig voller Haare. Überall hängen Haare, überall liegen Haare. Wir bürsten den Hund dreimal und trotzdem sind die Haare überall. Na ja, so ist das halt. Ha, ich red vom Hund, kommt da schon um die Ecke gelaufen. Wie als hätte er das gehört. ich habe euch ja noch gar nicht von meiner Woche erzählt. Der Montag war ein bisschen furchtbar. Der war, naja, ich war irgendwie total vernebelt, hatte keinen Plan. Dann ist mir aufgefallen, ach ja, wir wollen ja Videos drehen. ja, habe ich mir dann erstmal einen Plan gemacht. Danach ging es dann, also die restliche Woche verlief nach Plan. Hat dann sehr gut geklappt, ja, ich bin sehr dankbar. Ja, es ist halt gut, wenn man plant, besonders wenn man ihn schwanger ist und ständig alles um sich herum vergisst. Es ist gut, wenn man sich mal einen Zettel macht und einen Plan. Das habe ich auf jeden Fall heute gelernt. Ich muss mal das Tür zumachen. Das ist so laut. Ja, das habe ich auf jeden Fall für die Woche gelernt und werde das auch für die nächsten Wochen umsetzen, wieder ordentlicher zu planen. Ich hatte das die letzten Wochen immer ein bisschen schleifen lassen. Werden wir wieder verbessern. Wir haben also das Holzoper-Video gedreht. Es ist sehr schön geworden und wir werden auch immer besser darin, wie als Team so zusammenzuarbeiten. Und es ist ein Video diesmal geworden, es sind nicht zwei Teile.
Aber es ist sehr informativ und ich könnte mir vorstellen, dass es sehr interessant für die Zuschauer werden wird. Also das wird dann am Mittwoch kommen. Am Mittwoch 18 Uhr, also nicht vergessen, einschalten. Ja, ich habe es auch schon soweit fertig geschnitten. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig über die Betitelung, also wie ich das Video nenne. Weil ich möchte es gerne aussagekräftig, aber möglichst kurz halten. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Ich habe drei Varianten zur Auswahl und ich konnte mich, es war zu nah am Auge, konnte mich bis jetzt noch nicht entscheiden. Aber bis Mittwoch weiß ich's. Ich finde auf jeden Fall, ist es sehr gut geworden und sehr interessant und informativ. Wir haben auch beschlossen, mal ein paar Termine festzulegen, auch wenn man jetzt noch nicht weiß, ob sie stattfinden werden oder nicht. Aber man muss ja wenigstens planen und wir können ja trotzdem ein bisschen hoffen, auch wenn momentan die Zahlen ja eher nicht so für uns sprechen. Haben wir aber noch ein paar Wochen Zeit für den nächsten Termin, den wir uns angesetzt haben. Und da kann die Welt auch schon wieder ganz anders aussehen. Also haben wir uns gedacht, wir werden es trotzdem machen. Wir werden Termine festlegen und schauen, was passiert. Mehr als dass wir sie absagen müssen, kann ja nicht passieren, ne? Und ein bisschen Hoffnung kann ja nicht schaden, ne? Aber das werdet ihr, wie gesagt, auch im Video sehen. Ja. Ansonsten habe ich ja mein erstes Themenvideo hochgeladen. Dafür habe ich ein bisschen recherchiert und war auch ein bisschen aufgeregt, es hochzuladen, weil ich halt nicht wusste, was passiert. Ich meine, bei manchen Videos kann man nie so genau wissen. Es könnte auch plötzlich sein, da kommen hunderte von Leuten auf das Video und sehen es plötzlich und du rechnest damit überhaupt nicht und dann bist du ein bisschen überfordert oder so. Das wollte ich vermeiden. Aber es ist mir, denke ich, ganz gut gelungen. So, jetzt habe ich hier meine Maske drauf. Es ist übrigens momentan meine Lieblingsmaske von, wie heißt die? Selfie Projekt hatte ich euch schon mal gezeigt, hier Peel-Off-Maske. Ich habe momentan ein paar Unheiten. Haut reinreiten und einmal die Woche mache ich das ganz gerne mal. Manchmal auch alle 2 Wochen, wie ich schon. Mal so, wie ich gerade Laune habe. So, jetzt lasse ich das Ganze erstmal einwirken und dann mache ich es raus. Und dann schauen wir mal weiter, ob ich euch noch was zeigen kann heute. Oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ziemlich spontan momentan. Okay, erstmal einwirken lassen. Bis dann. So, mein Sohnemann geht gleich ins Bett und wenn er im Bett ist, habe ich mir überlegt, mir mal meine Fingernägel zu lackieren. Aber ich weiß noch nicht so richtig wie. Ich habe ja irgendwie schon ein bisschen Lust auf Frühling und bunt. Andererseits bin ich ja momentan nicht so bunt, habe ich erst überlegt, ob ich sie meinen Haaren anpasse. Wenn ich sie meinen Haaren anpasse, dann würde ich für schwarz plädieren. Ob der noch gut ist? Ja. Vielleicht ein Rotton wäre nicht schlecht. Vielleicht haben wir hier noch einen schöneren Rotton. Der ist eher lila. Der ist eher pink. Der ist auch eher pink. Grün. Finde ich ganz gut. Das ist ein schöner Rotton mit einem leichten Schimmer drin. Den nehme ich. Und lass den aber mal draußen und guck mal, ob der noch gut ist. Ansonsten kommt der weg. So, und dann habe ich. Wo ist er denn? Normalerweise liegt er hier oben drauf. Den Galaxy Topcoat benutze ich dann noch, um ein bisschen Schimmer reinzubringen. Jo.
Das werde ich erstmal in Sachen raussuchen. Ich werde euch dann das Ergebnis zeigen, wenn ich fertig bin. So, bin jetzt mit den Nägeln fertig. Sie sind unten schwarz und dann habe ich dieses Rot noch drüber gemacht. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht. Nee, nicht so wirklich. Irgendwie sieht es in der Kamera eher bräunlich aus. Aber sie sind rötlich. Sie glitzern und schimmern. Sie sind nicht perfekt geworden. Aber mir gefällt's. Bin zufrieden. Ja, wollte euch ja nur das Ergebnis zeigen. Wie gesagt, sind halt Nägel. Ja, habe mich jetzt auch nicht mehr geschminkt, denn es ist jetzt abends und nochmal schminken tue ich nicht. Aber ich wollte morgen meine Pinsel reinigen, weil ich mal wieder ein bisschen mehr mit Schminki arbeiten möchte. Mir ist danach. Ja. Ansonsten, was steht die kommende Woche an? Nochmal Schule für Sohnemann, eine Woche lang. Dann sind ja, glaube ich, Ferien in Sachsen. Und nicht nur in Sachsen, glaube ich. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das alles so weiterentwickelt. Ich bin sehr neugierig, bin sehr gespannt. Ja, ansonsten hoffe ich, dass endlich mal dieser Schrank aus meinem Schlafzimmer verschwindet. Wir mussten erstmal jemanden finden, der es wegfährt, weil unser Auto ist zu klein, da passt nicht rein. Aber mein Papa wird es machen. Aber mein Papa wird es nicht runtertragen. Das heißt, wir müssen noch mal gucken. Also wir haben jemanden, der helfen würde, aber wir wissen noch nicht wann. Das wird die Woche auch noch besprochen. Ansonsten, was steht noch die Woche an? Sehr viel Haushalt, sehr viel Bürokram. Ich muss ein paar Sachen machen. Ein paar Vorbereitungen für irgendwann, dass das Baby kommt. Na, ist ja noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr lange. Die Zeit läuft. Tick-Tack. Ja. Und morgen hoffe ich erstmal, dass ich früh um 6 Uhr aus dem Bett komme. Aber das ist irgendwie momentan gar kein Problem. Um 6 Uhr aufstehen, jetzt wo es auch langsam wieder heller wird, ist ganz angenehm. Ja. Okay, ich würde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen interessanter gestaltet als beim letzten Mal. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. No. Däumchen wären Träumchen. Genauso auch könnt ihr mich gerne abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wäre sehr schön. Und wenn ihr vielleicht für den Themenfreitag eine Idee habt, welches Thema ich mal ansprechen sollte. Ich habe unter das letzte Thema-Video, also mein erstes Themenvideo ehrlich gesagt, habe ich einen Kommentar gekriegt, über das Thema Sterbehilfe zu sprechen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ist das gerade nicht unbedingt das Thema, was ich jetzt so am Ende der Schwangerschaft noch behandeln möchte. Ich werde mich darüber informieren und dann werde ich irgendwann das Video drehen, aber das wird jetzt nicht sofort in nächster Zeit. Also, wenn ihr ein Thema habt, über was ich sprechen sollte, in die Kommentare damit. Schwuppdiwupps, no, aus die Maus. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht. Je nachdem, wenn ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal, eure Gloria.